Herzlich willkommen, Freunde. Heute befinde ich mich im vermeintlich schönsten Dorf Polens. Das behauptet zumindest die Deutsche Welle noch vor einigen Jahren. Ob die Deutsche Welle recht hat oder ob dieses Dorf eher überbewertet ist, werde ich heute rausfinden, Leute. Ich bin unterwegs als Qualitätschecker dieses Dorfes. Und ja, Leute, es befindet sich genau vor uns. Ihr fragt euch vielleicht, was qualifiziert mich überhaupt als professionellen Dorfqualitätsprüfer? Ja, Leute, ich war schon in Dörfern in Kirgisistan, in Kasachstan, in Transnistrien. Also ich war schon in allerlei Dörfern in der ehemaligen Sowjetunion und im östlichen Raum. Und heute schauen wir, ob dieses Dorf wirklich das schönste ist. Ja, seid gespannt, Leute. Ich will direkt auflösen, warum ist dieses Dorf vermeintlich das schönste. Und zwar, ihr seht es direkt an diesen Wandmalereien, die wir vor uns sehen. Alle Häuser in diesem Dorf sind bemalt mit traditionellen Zeichnungen. Und das macht dieses Dorf so besonders, weil es in Polen fast einmalig ist. Also andere Dörfer haben es wohl auch übernommen, die sich in der Nähe befinden. Aber das hier ist das Ursprungsdorf dieser traditionellen Bemalungen. Also es geht in diesem Dorf wirklich um die Bemalungen. Und die Bemalungen sind im 19. Jahrhundert entstanden. Also diese Tradition existiert jetzt schon um die 150 Jahre. Und ich zeige euch direkt das prächtigste und das schönste Haus des Dorfes. Genau, das auch am Dorfeingang sozusagen steht. Okay, es ist so, Leute, das prächtigste Haus des Dorfes ist jetzt zu einem Museum umgebaut worden. Und Touristen dürfen sich das Ganze anschauen, aber innen soll nicht viel gefilmt werden, beziehungsweise jetzt nicht alles gezeigt werden. Ich habe ein bisschen mit der Führerin gesprochen, damit die Touristen auch noch selber kommen und sich ein Bild machen. Ich habe euch vielleicht ein paar Sekunden eingeblendet, wie das Ganze von innen aussieht, aber kann euch jetzt keine ausführliche Tour geben, leider. Ich muss euch heute die Häuser eher von außen zeigen. Aber sehr, sehr schön von innen, muss ich schon sagen. Selbst die Brunnen haben diese typische Bemalung. Für diejenigen, die sich fragen, wo liegt dieses Dorf überhaupt? Dieses Dorf liegt 1,5 Stunden östlich von Krakau. Also schon eine gewisse Fahrt. Jetzt geht's erst richtig los. Weil jetzt prüfen wir dieses Dorf auf Herz und Nieren und laufen komplett mal durch und schauen, was wir noch so finden. Aber bevor es weitergeht, will ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Bei Blinkist. Ihr wisst, Leute, derzeit bin ich neben meinem Studium hauptsächlich als Reise-YouTuber, sage ich mal, tätig. Und trotzdem schaffe ich es immer, tausende von Büchern dabei zu haben auf meinen Reisen. Und das alles auf diesem kleinen Gerät. Denn in Blinkist gibt es über 6000 Bücher kurz und knapp auf ihre wichtigsten Kernaussagen zusammengefasst. Und das Coole ist, ihr wisst ja, ich berichte über den Osten und die ehemalige Sowjetunion. Und auch zu dem Thema gibt es sehr, sehr viele Sachbücher in der App. Als Vorbereitung auf diese Reise habe ich sogar einige Bücher gelesen zu der Thematik über Polen, über die Geschichte Polens im Zusammenhang mit der Sowjetunion. Und da will ich euch ein Buch empfehlen, und zwar Bloodlands. In Bloodlands geht es über die dunkle Geschichte der Staaten, die sich zwischen Deutschland und Russland befunden haben. Das heißt die Ukraine, Weißrussland, das Baltikum, aber auch Polen. Zehntausende von Polen, die als Minderheit auf dem sowjetischen Gebiet gelebt haben, wurden ermordet und eine Vielzahl wurde nach Sibirien deportiert. Das habe ich zum Beispiel vorher gar nicht gewusst und hat als Vorbereitung geholfen, weil so verstehe ich die Mentalität der Leute hier in Polen besser und weiß auch, warum es vielleicht eine Abneigung gegen die russische Sprache gibt. Oder warum die Leute so denken, wie sie denken. Und das Geniale ist, normalerweise hätte ich keine Zeit gehabt, so ein Buch zu lesen. Das Buch hat über 650 Seiten. Aber Blinkist hat das Ganze auf 12 Seiten zusammengefasst. Das heißt, ihr könnt das knackig in 20 Minuten durchlesen und habt einfach das Wissen von einem 600 Seiten Buch inhaliert. Also falls ihr Bock habt, mal Blinkist auszuprobieren, schaut in die Videobeschreibung. Ich habe für euch einen Deal klar gemacht. 40% aufs Jahresabo, Rabatt. Und eine Woche kostenlos testen. Das kann ja nie schaden. Also falls ihr Bock habt, sowas mal kostenlos zu testen, habt ihr die Möglichkeit. Und ja, Leute, das war's eigentlich. Vielen Dank an Blinkist für Sponsoren des Videos und schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Weiter geht's. Da vorne habe ich eine typisch polnische Fastfood-Bude entdeckt und ich zeige euch jetzt mal, was man in einem Dorf für authentisches Fastfood bekommt, weil dieses polnische Fastfood, das haben wir in Deutschland überhaupt nicht. Deswegen zeige ich euch das jetzt auch mal. What can you recommend me? Everything. What's traditional Polish food? Zapianka, da? Mm-hmm. Then I would like to take one Zapianka, please. Perfekt. Ich muss das Mädel mal ein, zwei Fragen stellen, weil sie ist die erste junge Person, die ich in diesem Dorf gesehen habe. Mich interessiert, was machen die jungen Leute hier in diesem Dorf? Weil, okay, sie arbeitet hier, logisch. Aber was macht man hier, wenn man mal Lust hat, irgendwas zu unternehmen? Fährt man nach Krakau oder bleibt man hier im Dorf? Vielleicht kriege ich ja noch, also sie hat, glaube ich, weiß nicht, ob sie Lust hat zu reden, aber ich kann ja mal ein, zwei Fragen stellen. Okay, Leute, Zapianka ist da. So sieht traditionell polnisches Fastfood aus. Fleisch, Käse, Ketchup und dann knusprig auf so ein Baguette. Sie will nicht sichtbar sein im Video. Schade, schade, schade. Weil, aber ich kann vielleicht trotzdem reinschneiden, was sie gesagt hat. Muss ich sie mal fragen, ob das okay ist.
Boah, ist das mächtig. 1000 Kalorien. Das schmeckt aber bombastisch gut, Leute. Lecker Schmecker. You copy? Yeah. Can I ask you something? Because you're a young person. What young people? What are they doing in this village? Not fighting. My free time. Mm. Running. Running. And, yes. And when you're 18, you want to go to Krakow or Warsaw? Mm-hmm. Yes. Or you want to stay in the village? I've been in Warsaw and Krakow. What do you prefer? Prefer? Mm-hmm. Krakow. And Warsaw is beautiful, but Krakow is a special place in my heart. Yeah. So you will maybe move to Krakow later? Oh. Or stay in the village? Mm-hmm. Huh. Life in Krakow is... Stressful? Yes. But your English is good. For 15, it's good. It's you're very young. Have a good day, yeah? Bye. Bye. Anscheinend mag sie Krakow mehr als Warschau. Das ist eine Erkenntnis. Die andere Erkenntnis ist, dass sie am liebsten in diesem Dorf leben will, ja? Fleißig mit 15. Am Arbeiten. Dann wollte ich noch fragen, was machen junge Menschen in eine Bar gehen, feiern und so. Aber 15-Jährige, ich glaube, da geht man noch nicht feiern. Obwohl, wie war das bei euch, Leute? In Deutschland geht man mit 15 schon teilweise ein bisschen so feiern. Und in Polen erst recht, dachte ich. Aber im Dorf gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit. Da muss man dann in ein größeres Dorf oder nach Krakow. Meiner Generation, Generation Z heißt es, glaube ich, haben die Leute teilweise schon mit 13, 14 richtig getrunken. Ich fand es damals schon immer krass, wie früh das anfängt. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr eine Generation vor mir wart. Oder je nachdem, davor oder danach. Ob das immer noch, ob das schon immer so war oder ob das eine Ausnahme war. Ich habe jetzt so einen Apfelbaum entdeckt, sowas habe ich noch nie gesehen. Ohne Scheiß. Die Äpfel leuchten einfach in Neonfarben. Ich schwör's euch, solche Äpfel habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Die sehen aus wie vergiftet oder als wären da irgendwelche Atomäpfel. Die Farbe ist nicht normal, Leute. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. So, Leute, das sind normale Äpfel. So kennen wir doch Äpfel. Normale Farbe. Und dann das hier. Wow. Ich war mir gerade eben nicht mal sicher, ob das Äpfel sind. Ich dachte, das ist vielleicht eine Pflaume oder so. Jetzt probieren wir nochmal diese absurden Äpfel. Boah. Zuckersüß. Schon so süß, dass es zur Farbe passt. Wisst ihr, ich meine, als würde man es aus einem Süßigkeitenladen kaufen. Wahnsinn. Den Leuten in Salapi scheint es nicht schlecht zu gehen. Um ehrlich zu sein, wirkt es hier sogar ein bisschen so wie in einer Bonzen-Gegend. So mit elektronischen Rasenmähern und so. Auch die Restaurants sind hier verziert. Mal gucken, was ich hier entdeckt habe, Leute. Ein Storch. Ah ne, das ist ein Tier. Das ist ein hier ausgestopftes Tier. Ja Leute, ich laufe jetzt schon 1-2 Kilometer durchs Dorf und ich muss sagen, man findet echt weniger Häuser, als ich gedacht habe. Also man findet immer mal wieder eins. Jetzt nach einem Kilometer habe ich hier wieder einen Schuppen gefunden. Aber ja, ein Dorf bleibt ein Dorf, ne? Und jetzt die Frage, ist dieses Dorf doch eher überbewertet? Ich als Dorftester, weil es gibt vielleicht 20 bemalte Häuser, das ist schon wenig. Und dafür, dass die Anfahrt 1,5 Stunden ist, Leute, ist dann doch wieder sehr wenig. Aber wir schauen weiter, was wir hier so finden. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob so ein Dorfleben was für euch wäre, weil ich muss sagen, in so Dörfern geht schon immer echt wenig ab. Fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich in solchen Orten unterwegs bin. Also ist ja nicht jedermanns Sache. Könnt ihr ja mal sagen, ob das für euch wäre, diese Ruhe. Aber jetzt ganz am Ende der Straße habe ich was entdeckt, was sehr, sehr schön ist, Leute. Eine Bibliothek, eine Schule. Ich finde, dieser Ort ist wirklich die groteske Mischung aus sehr schön und aus underwhelming. Auf Deutsch gibt es kein gutes Wort, um das zu übersetzen, finde ich. Enttäuschend ist vielleicht die Übersetzung, aber ist underwhelming, aber sehr schön im Sinne von, es gibt hier sehr wenige Häuser. Aber wenn man mal eins sieht, ist es schon schön, muss man sagen. Und was auch immer das ist. Nächste Aufgabe für die Kommentare, Leute. Was ist das für ein Ort hier?
ein Steinkreis. Oh, mit Zahlen drauf. Ah, vielleicht zum Spielen. Schreibt es in die Kommentare, eure Vermutung, was das hier ist, Leute. Aber jetzt schauen wir mal rein ins besagte Dom Malarek. Das ist jetzt die Grundschule des Dorfes. Also Leute, sagt mal, ist diese Schule schöner als eure Grundschule? Wahrscheinlich schon, oder? Hier seht ihr noch weitere Häuser. Ich glaube, ihr bekommt langsam ein Gefühl dafür. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich genug gezeigt von den Häusern. Keine Sorge, Leute, wenn ich solche Häuser filme, fühlen sich die Leute nicht gestalkt. Denn in Polen ist dieser Ort bekannt und vor allem einheimische Touristen kommen öfter mal hierher. Das heißt, ja, die Leute sind Touristen gewöhnt. Denn im Dorf gibt es nicht so viele Punkte von Interesse, die ich euch zeigen kann. Das heißt, wenn ich mal was sehe, zeige ich das, auch wenn es vielleicht nichts was krass Besonderes ist. Ja, die Feuerwehrstation. Und es ist doch schon süß, dass die hier diese Muster, diese Bemalungen auch bei der Feuerwehr übernommen haben. Die Menschen hier sind sehr, sehr christlich. An jedem einzigen Haus, in dem ich war, was ich euch natürlich nicht zeigen konnte, hingen Bilder von Jesus, Bilder von Päpsten, von Heiligen. Und ja, das ist sehr auffällig hier. Gerade sage ich es noch, jetzt hier ist die richtige Kirche des Dorfes. Abschließend, ist dieses Dorf wirklich das schönste Dorf Polens oder overrated, überbewertet? Meine Antwort ist, es ist schön und gleichzeitig überbewertet. Ja, so muss ich es eigentlich ausdrücken. Das heißt, würde ich empfehlen, hier 1,5 Stunden hinzufahren? Nein, Leute, verbringt lieber noch einen weiteren Tag in Krakau. Das ist noch sehenswerter. Also 3 Stunden Fahrt, 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Das ist es nicht wert. Aber wenn man auf dem Weg irgendwie dran vorbeikommt, dann auf jeden Fall einen Stopp wert. Das ist mein Fazit. War trotzdem ein netter Tag hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.